Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an steilen Thesen, Quarantäne spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute wieder mit Kali und Max. In Ausgabe Nummer 165 regulär widmen wir uns, ich hatte es in der letzten Folge angekündigt, den alten deutschen Sachen. Und zwar werden wir heute sprechen über Orlaks Hände aus dem Jahr 1924 von Robert Wiene. Aber bevor es soweit ist, gibt es wieder so ein bisschen Allgemeines. Ich bin nämlich in der letzten Zeit über zwei neue Podcasts gestolpert. Zum einen What to Watch. Das macht die Mareike und zwar ausgehend von der sogenannten What to Watch Challenge, die vor allem bei Letterboxd stattfindet. Also die Was kann man gucken? Herausforderung, wo es für sowohl monatlich ein Thema gibt, ein übergeordnetes, als auch dann jeweils jede Woche, also 52 Wochen, ein Film basierend auf einem bestimmten Thema. Zum Beispiel? Also jetzt im Januar, das hinter uns liegt, war das Thema Japanuary und dann war, glaube ich, ein Anime und noch drei andere Sachen. Mhm. Jetzt war irgendwie der Transmonat oder so. Im Filme mit einem Transmenschen. Also, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt über die What to Watch Challenge, dann könnt ihr auf die Webseite gehen, die ich mit Sicherheit in die Folgenbeschreibung packen werde. Ich war nämlich diesmal clever. Ich habe mir schon jetzt einen Entwurf angelegt der Folge. Da schon die Links reinkopiert. Genau, da gibt es mehr zur What-to-Watch-Challenge. Wer selber da noch teilnehmen möchte, mitmachen möchte, sich Filminspiration holen möchte und so weiter und so fort, kann das machen. Oder bei Twitter unter dem Hashtag WTW-Challenge rumgucken. Das ist der eine Podcast. Der steckt auch wirklich noch in den Anfängen, weil, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt aufnehmen, ist die Nullnummer erschienen und die erste Folge eben zum Japanuary. Und der andere Podcast, das ist auch ein Pärchen, die sind mindestens zusammen, ich weiß nicht mehr, ob sie verheiratet sind, und der heißt Nachtmare. Und wie man sich vielleicht von diesem Titel ausdenken kann, wollen die so in Richtung Horror, Grusel, solche Sachen gehen. Haben jetzt schon ein paar Folgen rausgebracht, unter anderem zur Chucky-Reihe und jetzt ganz frisch, habe ich noch nicht gehört, zu The Lodge eine Besprechung. Die sind nicht bei Twitter, aber bei Instagram als Nachtmare-Podcast findet man die da. Ja, da höre ich jetzt, oder die habe ich mir jetzt abonniert neu und bin jetzt so bei irgendwie, ich glaube, 50 abonnierten, hauptsächlich deutschsprachigen Filmpodcasts. Ich glaube, bei Nachtmare habe ich auch reingehört mit. Kommt mir doch sehr bekannt vor mit den Chucky-Gesprächen. Ja, und wir haben natürlich auch, oder du mit mir dann, ich weiß gar nicht, noch die Serienoase. Da haben wir jetzt ja mal einen Film rausgesucht mit dem Vagabond. Die Serie, die man beim Netflix gucken kann, irgendwie sensationelle Abrufzahlen hat im Verhältnis. Ja, da haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Ich bin ganz begeistert und irgendwie jedes Mal, wenn ich raufgucke, ist der Ziel ja noch höher. Ja, und das andere, was wir jetzt noch genau besprochen hatten, war der relativ junge koreanische Film The Divine Fury. Kann man bei der Serienoase nachhören. Ja, das war der eine Teil. Dann haben wir Rückmeldung bekommen zu unserer 164er Folge zu Tora, Tora, Tora. Sowohl bei Twitter als auch auf der Homepage wiederaufführung.de. Die beste Webseite im Internet immer noch und sie wird auch für ewig bleiben. Und zwar hat da unter anderem der Marius kommentiert, das habe ich auch schon kurz beantwortet, aber du wolltest auch noch irgendwie zwei, drei Worte dazu verlieren. Na, ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen für die Rückmeldung. Es ist ja auch selten, dass man Rückmeldungen kriegt und ich finde es auch schön, wenn es auch mal positive Rückmeldungen sind und ich fühlte mich gerade bei Marius sehr verstanden tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns in der Hinsicht da sehr gut verstehen, vor allen Dingen, weil er mir zugestimmt hat, da freue ich mich ja immer wieder, wenn das passiert, dass er Flex of Our Fathers, Flex of Our Fathers auf jeden Fall von Clint Eastwood auch so pathetisch fand und er hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, als er meinte, dass das vom Iwo Jima da deutlich angenehmer und besser ist und dementsprechend habe ich den wieder auf meine Watchlist draufgesetzt und freue mich auf jeden Fall, den demnächst mal sichten zu können tatsächlich.
Außerdem auch die Empfehlung, die er gegeben hat, auch sehr schön. Davon hat von diesen Kriegsfilmen, da hat die Brücke, habe ich viel gehört, noch nie gesehen, würde mich auf jeden Fall reizen. Und 0815 oder Strafbataillon 999 habe ich noch nie gehört vorher. Das ist mal für mich komplett neu. Also 0815 habe ich auch nicht gesehen. Ich meine, das ist irgendwie so ein relativ episch von der Laufzeit her. Ich glaube, irgendwie 2 oder 3 Teile oder 4. Irgendwie sowas. Mhm. Bei dem Strafbataillon ist bei mir auch eher ein großer weißer Fleck. Keine Ahnung. Aber er hat uns auch noch seine Letterboxd-Liste verlinkt und von daher finde ich das ziemlich cool, dass wir uns ein bisschen orientieren können, wenn wir Bock auf das Genre haben. Also vielen Dank, Marius, an dieser Stelle. Ja, mal gucken, ob wir irgendwann so in diese Jahreszahlregion kommen. Mein Plan für dieses Jahr geht, glaube ich, eher maximal so bis Richtung 1950 als jüngeres. Aber mal gucken, wie sich das Jahr entwickelt. Weiß ich ja auch noch nicht. Ja, dann muss ich wohl die Jüngeren reinholen. Ja, und dann hat auch Dennis nochmal geschrieben gehabt und hat uns dann sozusagen, weil wir ja über Richard Fleischer gesprochen hatten, den Zug Noir-Film The Narrow Margin empfohlen. Sagt mir auch noch nichts. Müssen wir mal einen Blick riskieren. Auf jeden Fall danke für den Vorschlag. Ja, also ich behaupte, über den Titel bin ich irgendwann mal mindestens beim Überfliegen der Richard Fleischer Filmografie gestoßen, aber habe den auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Behaupte ich. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass auf Twitter der das auch noch geschrieben hat, dass Last Man Standing, glaube ich, nichts für mich ist, wo ich dachte so, ja, glaubst du, lieber Dennis. Ja. Das finden wir ja nochmal raus, ne? Ja, das dazu? Ja. Alles klar. Ja, wir werden jetzt gleich Orlaks Hände gucken, ein Film von Robert Wiene mit Konrad Veit in der Hauptrolle. Was ich bisher so darüber gehört, schrägstrich gelesen habe, ist, es geht um einen Pianisten, der durch einen Unfall seine Hände verliert und dann in großen Anführungszeichen böse Hände angeschraubt bekommt. Und dann mal gucken. Hast du noch irgendwie weiter irgendwelche Verbindungen, Gedanken, Erwartungen? Tatsächlich weniger. Ich betrete ja sozusagen damit auch wirklich Neuland. Ich bin gerade beim alten deutschen Kino, habe ich ja, glaube ich, so gut wie gar keine Erfahrung, gerade aus der Ära. Das ist, glaube ich, nicht mal gelogen, das ist so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch weil ich auch schon lange keinen Stummfilm mehr gesehen habe. Und dieses Thema erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht, ich irgendwie, das mit den bösen Händen, das hattest du die letzten Tage noch nicht erwähnt gehabt, aber ich wusste nur, dass der Pianist seine Hände verliert und dachte, oh Gott, das ist schon ein Heulfilm. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann glaube ich, das sind doch nicht mehr. Also von daher, es hat sich meine Erwartungshaltung in den letzten 30 Sekunden sehr gedreht. Ja, also dieses Motiv, oder einmal gibt es ja diese Geschichten von wegen, ne, man kriegt irgendwie ein Körperteil angepflanzt oder so oder implantiert oder so, die eine in Anführungszeichen böse Vergangenheit haben oder so, ist, glaube ich, durchaus verbreitet, so auch in der Literatur- und Film-Serienwelt. Ach ja, sag mal eins. Killerhand? Die ist aber schon dran. Also, es gibt doch auch hier was, irgendwie so eine Herztransplantation, wo man auch das Herz eines Mörders hat und wo dann der. Ist nicht bei Chucky auch irgendwie so der Geist des Bösen fährt halt in die Puppe? Ist jetzt vielleicht nicht ganz, dass man halt einen menschlichen Körper hat. Müsst ihr mal Nachtmare fragen. Ja, die haben das so erzählt. Original Chucky habe ich ja nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber schon so lange her, dass ich gar nicht mehr darauf reagieren kann. Das Motiv der Verlust der Hand. Ist auf jeden Fall ganz groß natürlich bei Krieg der Sterne. Ne? Sowohl Luke verliert seine Hand, als auch Anakin Skywalker, wobei der noch ein bisschen mehr Körperteile verliert. Und ich habe irgendwie so ein dezentes Déjà-vu, als hätte ich mit Christian auch schon mal, da habe ich irgendwann auch mal Star Wars in die Runde geworfen. Da war es auch hier von wegen Hand verlieren oder eben Körperteil verlieren und irgendwie ersetzt bekommen oder ausgetauscht und solche Geschichten. Also das kommt auf jeden Fall öfter mal vor, behaupte ich. Das existiert so in der Welt. In Anführungszeichen lustig ist, dass wenn die Folge des Ice Club kommt, das hier am Sonntag, den 23. Februar raus und am Mittwoch, den 26. Februar, wenn ihr diese Folge also rechtzeitig hört und auch noch in Rostock seid, irgendwo in der Gegend, am Mittwoch, den 26. Februar, gibt es einen Robert-Wiene-Film mit Konrad Veit, der ist aber von 1920, das Kabinett des Dr. Caligari, bei uns auf der großen Leinwand zu sehen in Rostock, im Lichtspieltheater Wundervoll, in der Frieda 23 um 20 Uhr. Da war ja auch eine kleine Einführung, dann mit noch mehr Input aus der Filmografie dieser beiden Menschen. Also, weil ich den Film habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, die Orlaks-Hände. Was erwartest du denn? Ich weiß, das Kabinett des Dr. Caligari hatte ich damals bei der Sturmfilmnacht gesehen. Ich auch, ich glaube, ich war da mit. Fand ich ziemlich gut, so relativ düster und eben
vor allem relativ fantasievoll ja auch, also mit den ganzen verzerrten Perspektiven und den ganzen schönen Bauten. Und irgendwie nehme ich, glaube ich, gerade an, dass das jetzt auch so in diese Richtung gehen könnte. Wie ist halt so das Team, in Anführungszeichen, ja, gleich ist, zwei Personen. Und wie ist allgemein dein Verhältnis zu Stummfilmen? Magst du Stummfilme gerne? Oder? Kann ich, also so generell kann ich das sowieso nicht sagen. Ich habe welche gesehen, an denen ich viel Freude hatte. Ich hatte welche gesehen, bei denen es mir ein bisschen schwerer fällt. Es fällt mir auch nicht immer leicht, mich darauf einzulassen. Mein persönlicher Liebling ist immer noch Der letzte Mann. Ist ja einer meiner Lieblingsfilme überhaupt auch so. Bis auf dieses blöde Nachklappende mit der blöden Texttafel. Oh, blöde Produzenten. Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, mein Lieblingsstummfilm ist Der General mit Buster Keaton. Das ist zum Beispiel bei mir auch eine Riesenlücke, so Buster Keaton und diese amerikanischen Sachen. Ja, also aber ich würde mich auch allgemein nicht als Stummfilmfreund sehen. Also das, da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Deshalb stehen die meisten haben jetzt bestimmt gedacht, oh, jetzt, wenn ihr Lieblingsfilme seid, dann kommt bestimmt jetzt hier unser Charlie Chaplin um die Ecke. Ne? Und ja, da hatten Christian und ich ja mal damals einen Film, da waren wir nicht ganz so angetan, weiß ich noch. Naja. Und weißt du noch, welcher das war? Das war, nein, komme ich jetzt gerade nicht drauf auf den Titel, dummerweise. Nee, komme ich nicht drauf. Welcher Film ist der Großstadt war es, glaube ich, nicht. Oder welcher Film ist denn das, wo er der große Diktator, ne? Wo er den, wo er Hitler sozusagen macht und dann mit der Weltkugel spielt, mit so einem Wasserball? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist okay. Naja, aber jetzt gucken wir erstmal Orlaks Hände. Ja, und streicheln die Katze. Ja, gleich geht's weiter mit unserer Besprechung. Und schon haben wir den Film geguckt. So schnell. Hat ja wieder super geklappt. Orlaks Hände ist, wie ich jetzt nochmal festgestellt habe, anscheinend eher ein österreichischer Film. Der ist anscheinend in Wien produziert. Und das Filmportal listet ihn auch als österreichischen Film. Die IMDb sagt Deutschland, Österreich. Die gibt noch eine andere Produktionsfirma mit an, aber die ist auf jeden Fall nicht in den Credits dabei gewesen. Keine Ahnung. Hast du Lust, einmal zusammenzufassen, worum es in diesem Film geht? Ich finde, das hast du eigentlich schon von der Einführung von perfekt gemacht. Es geht darum, dass der Star-Pianist Paul Orlak in ein Zugunglück gerät und als Folge daraus seine Hände sozusagen lassen und seine Frau den Arzt so anbettelt, nutzt er die Chance, dass gerade ein Raubmörder namens Vasseur hingerichtet worden ist und nimmt ihm sozusagen die Hände ab und macht sie bei ihm ran. Und der junge Mann verfällt nach und nach den Wahnvorstellungen, dass er immer zu Vasseur sieht, würde ich sagen. Und es scheint, als würden diese Hände ein Eigenleben entwickeln. Bam, bam, bam. Ja. Das ist meine Inhaltsangabe. So ganz spontan. Und meine erste Frage, die ich in den Raum schmeißen möchte, ist das eigentlich ein Horrorfilm? Ja, pass auf, das wollte ich jetzt nämlich hier gerade, das ergänzt sich sehr gut mit dem, was ich hier gerade auf der Hülle der Blu-ray lese, die bei Absolut Medien erschienen ist. In der Arte-Edition gibt es diesen Film. Hat übrigens keine FSK-Freigabe, sondern gilt als Infoprogramm. Naja, die Töne machen die Filme ja auch schlimm. Auf jeden Fall haben die hier drauf gedruckt, ein Klassiker des Horrorfilms und ein Höhepunkt des expressionistischen Stummfilms. Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter auf der Rückseite, die restaurierte Fassung. Ein Klassiker des Horrorfilms, halb Kunstfilm, halb Splatterfilm. Da muss ich ganz klar sagen, nein. Das ist kein Splatterfilm, liebe Leute. Naja, der das geschrieben hat, den Film halt nicht gesehen, ne? Das war ein klassischer Fall von Hörensagen. Also, um deine Frage aufzugreifen, ob das denn ein Horrorfilm ist. Also das Cover sagt ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Allein schon mal die Hauptdarsteller so horrormäßig spielen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das thematisch auf jeden Fall im Horror verortet ist. Es ist ja sozusagen auch ein bisschen, oder diese Grenze zwischen ja, ne, Horror und vielleicht sogar Science-Fiction mit der Amputation oder dem, ist ja nicht die Amputation, die Operation, die Arme anzubasteln. Ich überlege oder habe jetzt schon ein paar Mal überlegt, wie das eigentlich so in den 1920ern war, ob das da schon so funktioniert hat.
Gab es das schon? Was, Amputation? Ja. Also amputieren ja, aber dann auch wieder irgendwas anderes rankleben. Also ich halte ich für eher unwahrscheinlich auch, also ist ja selbst heute ja naja, machbar, ne? Herztransplantation. Ach, Transplantation, das war vielleicht der Begriff, den ich gesucht habe, wobei ich nicht weiß, ob Transplantation sich nur auf innere Sachen bezieht. Naja, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob man damals schon Hände von dem einen Körper nehmen konnte und an anderen ranschrauben konnte, ob das ganz allgemein geklappt hat. Na, machen kannst du das, ob das entflammt oder ob das irgendwie nicht abfault, das ist eine andere Sache, ne? Ja. Genau, also das so würde ich sagen, als zum Erscheinungszeitpunkt hart an der Grenze zur Science-Fiction vielleicht, könnte ich mir vorstellen, diese Punkt. Das ist ja witzig, dadurch, dass ich selber nicht so großartig im Science-Fiction-Genre unterwegs bin, ist natürlich mein erster Gedanke immer Fantasy, ne? Aber ja, an sich hast du recht, der Science-Fiction-Tipp trifft ja eigentlich besser zu. Das ist ja was dann eben heute Science-Fact ist, eher, ne, dass man Sachen wieder anschraubt. Weil ich auch nicht weiß, ob man nun tatsächlich eine Fremde hat. Wir hätten das mal recherchieren sollen. Also, wir haben ja gerade zum Beispiel aktuell im Kino laufend gesehen Nightlife, wo auch jemand einen Finger verliert. Na gut, aber das geht ja wirklich. Ja, das meine ich ja, das geht so. Aber wie ist denn das, wenn wir jetzt tatsächlich, also ist ja auch im Verhältnis nochmal deutlich kleiner als eine ganze Hand. Ja, ich weiß es gar nicht genau. Naja. Nee, ich würde mir über die Nerven ein bisschen Gedanken machen, ne? Aber auf jeden Fall will ich jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen. Also Thema eher Horrorfilm, und ich würde sagen, da passt das auf jeden Fall sowohl einzelne Szenen an sich, die man ganz klar in den Horrorfilm verorten kann, als auch so eben dieser thematische Umgang, dieses, ja, jetzt habe ich hier, unsere Hauptfigur, die eben davon ausgeht, ich habe jetzt die Hände eines Mörders und kann ich jetzt nicht mehr Piano spielen, was ich halt vorher gut konnte. Ich kann auch, meine Handschrift ist nicht mehr meine Handschrift, ich kann gar nicht richtig schreiben, weil ich jetzt diese anderen Hände habe, und beherrschen eigentlich diese Hände jetzt mich oder beherrsche ich diese Hände? Und dann diese Albträume und dieses Visualisierte. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die ich dem Horrorfilm zurechnen würde. Ob ich es jetzt tatsächlich als Horrorfilm einstufen würde, bin ich noch nicht hundertprozentig zu entschlossen. Ich würde es auf jeden Fall als ein hartes Drama einschätzen. Aber momentan würde ich eher sagen Horrorfilm-Anleihen. Vielleicht wird sich das ja im Gespräch noch ein bisschen verschieben. Ich habe jetzt auch nicht die super Definition von Horrorfilm gerade auf der Platte, deswegen auch daher vielleicht mein Zögern. Wie sieht es denn bei dir aus? Na, ich muss ehrlich sagen, also ich finde, man im Stummfilm ist es ja allgemein so, dass man halt übersteigert spielt, damit man halt diese ganzen Emotionen besser rüberkriegt. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass die beiden Hauptdarsteller, das heißt, damit meine ich Frau und Herr Orlak, dass die einen an der Waffel hatten. Und die haben, dieses expressive Spiel extrem auf neue Sphären gehoben, während alle anderen gefühlt dazu fast normal gespielt haben. Da haben die da extrem extrovertiert können präsentiert. Und ich finde vor allen Dingen, dass Frau Orlak, die ganze Zeit wie so ein Zombie rumgerannt ist, damit meine ich auch wirklich so Hände vorgestreckt, und dann geht sie mit den großen Augen auf Leute zu, dass man die gar nicht in die Öffentlichkeit lassen kann, weil das ist ja so, ich fand ihr Spiel, fand ich unglaublich zombie-mäßig die ganze Zeit über, und der ist sie in Ohnmacht gefallen, was dann wieder mich als normal verorten würde für diese Filme, oder sie hat den Zombie gegeben. Und also ich mochte ihren Charakter echt überhaupt gar nicht, so muss ich mal so sagen, also Nee, überhaupt nicht. Und ihn fand ich auch komisch. Also, dass man da, ich meine, der kann ja froh sein, dass er überhaupt die Hände sozusagen hat. Es ist ja, dass er jetzt gar keine Stummel hat, ne? Aber man muss, ist ja klar, dass eine Transplantation, das ist ja ein größerer Eingriff, dass man da auch mal ein bisschen üben muss oder so. Und da schreibt er das allererste Mal nach Jahren anscheinend und sagt, ich habe nicht die gleiche Handschrift. Wo ich denke, ja, Junge, das musst du auch üben. Also, das war echt dieses, ja. Damals gab es vielleicht nicht in der Form Physiotherapie. Ja, Physiotherapie nicht, aber der hat ja wohl hier eine Feder und ein Blatt zu Hause, ne? Also. Naja, also zu deiner Einschätzung der Frau, ich würde auf jeden Fall zustimmen, also kann ich auch, ist ja auch Quatsch, irgendwas anderes zu behaupten, als dass sie expressiv spielen würde. Ich fand das aber tatsächlich sehr interessant, gerade im Kontrast zu den anderen Figuren, mit denen sie spielt. Speziell zum einen die Haushälterin, oder nee, sie wird Zofe genannt, ne? Ja, Zofe, ja. Zofe und. Die Regine ist das. Die Regine. Und, na gut, bei ihm ist es tatsächlich mehr, oder hauptsächlich ist mir da dieser Arzt zu Beginn, oder Professor wird er, glaube ich, sogar genannt. Der Professor, der wirklich da steht wie ein Fels in der Brandung, so wirklich fast komplett unbewegt.
Und dass da dann, also und bei der Zofe, gut, die bewegt sich auch ein paar Mal, aber gerade im Verhältnis zur Frau ist das schon normal. Aber ich finde, gerade dadurch wirkt das eben im Kontrast nochmal doppelt. Und ich habe damit auch viel anfangen können, muss ich sagen. Also, ja, also dadurch wirkt, deswegen, was meinte ich ja, dadurch im Vergleich zu ihr wirken alle normal. Dass das aber eben natürlich auch so sein sollte, dass das eben bewusst so doppelt und dreifach drüber war. Also was ich, ja natürlich, das ist ja von auszugehen, ne? Also was ich auch herrlich fand, wie als sie den beim alten Orlak ist, dem bösen Vater, der alle Menschen hasst, und dann ihn anbettelt und ihn so anspringt und er ganz erschrocken mal sich wegdreht, heißt halt, ja, das ist die natürliche Reaktion auf diese Person. Das ist der Arzt hat ja die ganze Zeit immer nur die Augen gerollt und komisch geguckt, wenn sie so losgelegt hat. Also auf diese, also dass sie dann halt leidet und also jetzt nehme ich verstehe ja, dass sie da leidet, aber wieso geht die wie ein Zombie? Also das kann man auch anders darstellen. Es gibt doch auch andere Möglichkeiten, Leiden darzustellen. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht unbedingt jetzt im deutschen Stummfilm großartig aus, muss ich zugeben. Ich habe Caligari habe ich damals gesehen und ich habe dann ein paar amerikanische Stummfilme gesehen. Metropolis habe ich nicht gesehen. Nicht einmal? Nee, wollte ich auch nicht. Muss auch da war übrigens noch ein Film, wo ich der Meinung bin, da heißt es auch nochmal mit dem Thema, die echte Hand wird ersetzt durch eine künstliche oder eine andere Hand. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, es ist nicht mein erster Stummfilm und ich weiß ja halt, dass dann dementsprechend auch ein bisschen übersteigert sogar gespielt wird. Aber sowas wie die habe ich noch nie erlebt. Also, also das muss ich ehrlich sagen, dass ich dann auch wirklich dachte, also dass die Frauen da manchmal so extrem dann so auf einmal in Ohnmacht fallen oder erschrocken gucken und so, das ist ja normal. Aber ihr dieser Zombie-Gang, also als Lösung fürs tägliche Leiden, das fand ich total. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Na gut, dann eben nicht. Aber ich muss mal was Positives an dieser Stelle sagen. Jetzt haben wir ja, guck mal, der Film ist ja jetzt bald 100 Jahre alt, ne? Ja. Daran sieht man aber auch an dem Film, wie sich das Schönheitsideal auch so gewandelt hat mit den Kleidern und ich finde, sie hat als die Hauptdarstellerin hat eine ganz normale Figur, die ist nicht abgemagert, die ist nicht dick, die ist ganz normal, so eine ganz normale Frau, das ist, finde ich, eine sehr schöne Repräsentation tatsächlich. Wir haben ja nun gestern im Kino Fantasy Island gesehen mit Maggie Q, die ich ja auch gerne mag, aber ja, die hat man ja wirklich, die hatte nur die. Aber da hat man das Gefühl, die ist nur Watte, ne? Also ja, Knochen und da lag Haut drauf, ja. Ja, genau, und das ist aber genau dieses Schönheitsideal, dieses Grundgesetz, dass halt sozusagen die Frauen immer dünner und dünner und dünner werden und am besten noch groß noch dazu und alles. Und ich fand das dann richtig schön, weil eine Frau zu sehen, die halt normal ist. Also die war natürlich bestimmt auch das Schönheitsideal damals definiert haben mit ihren bestimmt blonden Haaren und blauen Augen. Aber so wie das für mich jetzt erscheint, aber trotzdem, das fand ich wiederum positiv von der Besetzung her. Ich habe mich sowieso im Laufe des Films gefragt, wie ist denn allgemein der deutsche Stummfilm oder der österreichische Stummfilm, wie ist denn da die Geschichte? War das denn so eine große Industrie oder war das dann eher so klein gehalten? Hast du da eine Idee, wie das sozusagen zu der Zeit war? Was meinst du, also im Verhältnis wozu? Naja, ist es denn so, dass ein Film nach dem anderen produziert wurde oder war es halt was Besonderes, wenn einmal im Jahr so ein Film rauskam oder war das dann halt eine richtige Industrie, dass auch regelmäßig im Kino halt immer was lief, auch immer verschiedene Filme liefen oder lief denn ein Film immer nur ja, zwei, drei Mal oder hast du da eine Idee tatsächlich, wie das damals so in der Zeit so funktioniert hat? Na, also es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Filme. Beziehungsweise es gab Filme, es sind natürlich nicht alle erhalten geblieben. Vieles ist verschollen oder eben verbrannt, zerstört, zerfressen, nicht rechtzeitig gesichert. Hier gerade Robert Wiene zählt ja heute eigentlich mit zu den bedeutenderen aus der damaligen Zeit. Du hast ja Caligari auch schon genannt, Metropolis, das sind ja nun mal so Filme. Also das war schon durchaus ein Industriezweig, auf dem sich die deutschsprachige Wirtschaft einen Ruf erarbeitet hat in der Welt oder die Kunst. Aber das ist also ja schon der Expressionismus, der expressionistische Stummfilme waren oder sind auch lange eben Einfluss gewesen, zum Beispiel auf Film Noir. Also die haben ihre Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen. Aber das ist aber gut zu wissen. Also wie gesagt, ich kenne das ja nur von amerikanischen, da ist ja die Stummfilmindustrie auch sehr groß und erfolgreich gewesen und dementsprechend wurde ja noch pompöser nach dem Ende des Stummfilms aufgelegt. Ich, wie gesagt, im deutschen Bereich, da kenne ich mich ja nicht so groß aus, da tauche ich ja jetzt erst nur langsam ein. Naja, da kam ja dann sozusagen der Tonfilm, heute ist ja wieder Anfang der 30er, glaube ich, so, kam so ungefähr der Durchbruch dann.
irgendwann in den 30ern und dann kam halt für Europa das große Problem des Weltkriegs und dementsprechend sind natürlich viele nach Amerika zum Beispiel. Was natürlich dann sozusagen Hollywood doppelt und dreifach genutzt hat, weil sie einerseits die starken Kräfte von so für lau in Anführungszeichen bekommen haben, während sich das dann eben in Europa großteils zerschlagen hat. Ja. Andere Aspekte oder andere Akzente gesetzt worden. Wir haben ja auch schon Opfergang unter anderem besprochen. Ja. Also was mich auch noch interessieren würde, wenn ich schon dabei bin, die Musik. Kann man davon ausgehen, dass es sozusagen die Originalmusik ist, sozusagen, die halt auch damals gespielt wurde bei der Ausstrahlung? Oder ist das. Also eine Ausstrahlung gab es nicht. Naja, Vorführung. Bei der Vorführung tatsächlich? Oder ist es dann eher so, dass da jetzt nochmal künstlich was dazu, also jetzt nochmal neu komponiert wurde für die Restauration? Hast du da irgendwelche Quellen? Also hier bei der Blu-ray gibt es auf der Innenseite der Hülle kleinen Text zur neuen Musik. Und wo war das hier? Komponiert von Johannes Karlitzke und was stand das? Das Stuttgarter Symphonieorchester, ne? War das, glaube ich. Also von 2018, Stuttgarter Kammerorchester. Eine Partitur der Ängste, das ist wieder sehr interessant, falls die gerade zuhören. Vor allem der Klavierpart, der neben dem Streicherapparat das prägende Klangelement ist, aufgespaltet in drei instrumentale Klangtypen. Originale, präparierte und gesampelte Klavierklänge nehmen sie ein musikalisches Motiv von Frédéric Chopin, das im Film für die Karriere des Protagonisten und seiner gefährdeten Existenz steht, zum Ausgangspunkt der Komposition. Aha. Ich habe keinerlei Ahnung, ob die originale Musikkomposition in irgendeiner Form, also Notenblätter, überliefert ist, ob es da noch irgendwas gibt, was ja ein Anhaltspunkt dann dafür wäre oder ein Ausgangspunkt. Aber das liest sich für mich tatsächlich eher so. Die haben sich jetzt eben hier, ne, im Film sehen wir das ja immer, wenn er hier die Shellac-Platte in die Hand nimmt, Chopins, direkt wieder vergessen, welches Ding, ja, dass das dann möglicherweise ein Ausgangspunkt war für die Musik, die dann hier erklingt. Na, ich fand die Musik entweder sehr ruhig und sehr stimmungsvoll, oder ich fand sie unglaublich unangenehm und belastend. Also ist wirklich so, gerade diesen zugespitzten dramatischen Szenen haben sie ja, das wirkt für mich, als hätten sie alles Mögliche an Instrumenten genommen, was da rumliegt. Das fand ich teilweise sehr, das hat mir teilweise meinen Ohren weh, das habe ich ja nicht mehr als Musik verortet. Ja, also das würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das eben teilweise experimentell klingt. Ich habe durchaus auch immer mal so gedacht, so, naja, jetzt hat er schon ganz schön ordentlich losgelegt und das muss er jetzt quasi durchhalten für fast 100 Minuten. Und das hat mich auch ein paar Mal ein bisschen Kraft gekostet. Hab dann natürlich auch überlegt, so, ja, was haben die vielleicht damals gespielt? Ne? Wie mag das geklungen haben? War das anders auf jeden Fall, aber war es besser, schlechter? Na, ich finde allgemein, es ist spannend, wie viel Einfluss Ton und Musik sozusagen auf Filme haben. Ne? Also wie kurzweilig es erscheinen lassen können. Also ich finde, Stummfilme kommen immer so unglaublich lang vor. Ohne jetzt als Banause klingen zu wollen, aber der kam mir auch unglaublich lang vor, dieser Film. Das lag aber auch daran, dass ich diese ruhige, stimmungsvolle Musik so einschläfernd fand und dann gleichzeitig dann diese unangenehme Musik hatte, die mich dann wieder hochgeholt hat, wo ich hatte so, okay, und dann weiß ich nicht. Aber gut, dann kommen wir mal zur Handlung. Also, wenn du das schon erwähnst, möchte ich auch noch erwähnen. Also ich habe auch ein paar Mal gekämpft so während des Guckens. War für mich auch nicht immer leicht, aber ich finde, er hatte trotzdem diverse faszinierende Aspekte. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, naja, wenn man jetzt eine andere Musik gehabt hätte, ob das dann leichter gewesen wäre, da durchzukommen oder so, weiß ich nicht. Aber die hat sich auf jeden Fall schon sehr bemerkbar gemacht, die Musik. Und das ist dann eben natürlich so eine Frage, wenn wir den Film jetzt von heute bewerten, wir haben nur diese Musik, wir wissen nicht, wie es damals vielleicht geklungen hat. Naja. Ja, das ist schon eigentlich schon, das ist schon sehr relevant tatsächlich, ne? Also, finde ich schon, ob das jetzt wirklich die originale Musik ist oder nicht. Aber wie gesagt, können wir ja nicht einschätzen. Ich glaube, da ist man einfach verwöhnt, weil man halt anders aufgewachsen ist. Ich finde so einen Stummfilm mal so zu eins, ist das okay. Also ich finde den jetzt auch nicht schlecht, den Film, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr so auf Stummfilme so geeicht. Ja, ist ja auch tatsächlich eher selten, dass man mal einguckt. Ne? Also wenn, ich weiß nicht, wenn man jetzt tatsächlich so mal 10, 15 Jahre, also wenn man dann auch so eine Art Gewöhnungseffekt hat, aber vielleicht ist man dann auch jetzt, ne, auch in einem gewissen Alter, sind halt schon sehr stark sozialisiert oder haben eben geprägt von anderer Filmform. Hm. Deswegen ist das natürlich immer noch so eine Mischung aus
Neugier und ja. Was war denn für dich der interessanteste Teil des Films? Da stellst du jetzt eine Frage. Also ich fand schon durchaus so von Orlok, wie er eben damit umgeht, was er jetzt damit macht mit dieser Info. Er hat jetzt halt die Hände eines Mörders und was macht das so mit ihm? Fand ich schon durchaus grundsätzlich interessant. Oder meinst du jetzt eine konkrete Szene oder also nö. Also von den Szenen her fand ich zum Beispiel mit am stärksten, wenn quasi parallel läuft, Orlok geht nochmal zum Professor und sagt hier, ich möchte meine Hände wiederhaben. Und der Professor sagt einfach nur, also der Körper beherrscht, oder das Herz und der Kopf beherrschen den Körper und nicht die Hände oder irgendwie so. Ne? Und parallel dazu sind die Gläubiger bei der Frau. Hm. Und die um Aufschub bittet, einen Monat, eine Woche, einen Tag. Und dann ist das auch, das wird sie heute wahrscheinlich definitiv nicht so arrangieren, das Bild, dass eben sie sitzt sozusagen zur Kamera und die vier Herren stehen direkt hinter ihr so in einer Reihe. Das ist also auch vom Bildaufbau total interessant an der Stelle. Und das war, glaube ich, das, was für mich so total rausgestochen hat. Also nicht vielleicht total rausgestochen hat, weil es noch andere sehr schöne Momente gab, aber das ist so mein Dings, weil ich einerseits diese Einstellung sehr mochte oder diese Anordnung der Figuren, der Gläubiger und dass das dann auch sogar parallel erzählt wird mit dem Versuch von ihm, seine Hände wiederzubekommen oder die jetzigen loszuwerden. Okay. Ich glaube, mich war tatsächlich hier am interessantesten das mit der Zofe Regina und dem Nero, oder wie hieß der? Nera. Wo die halt irgendwie was aushacken, aber man kann halt nicht einordnen, was es ist. Und das wäre schon am meisten interessiert, was da jetzt genau dahinter steckt tatsächlich. Okay, und weswegen war das so für dich? Also was hat das ausgemacht? Einfach ist ja doch lange Zeit eher ein Nebenstrang, wenn überhaupt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mit den Hauptdarstellern nicht warm wurde. Und die haben für mich beide normal bis gut gespielt. Und mich hat das dann interessiert, was da noch kommen könnte. Also ich fand, er hat ja versucht, er hat ja wirklich eindrücklich versucht, diese Verzweiflung darzustellen mit den Händen und dass er diesen Kampf hat gegen Mörderhände sozusagen. Und ich habe von Anfang an nicht verstanden, wo das Ganze herkommt. Ich konnte ihm da nicht ganz folgen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl gehabt, dass er das alles sich so einbildet und dass das alles in seinem Kopf ist. Und wo ich dann so dachte, ja, versuch doch mal, ob er so ein sensibler Part ist, weil er ein Künstler ist oder so, keine Ahnung. Aber ich fand das dann teilweise zu übersteigert und zu bizarr. Also ich kam mit seinem Charakter einfach nicht warm. Und das gleiche Problem hatte ich mit seiner Frau auch. Also bei den Nebencharakteren hatte ich halt das Problem überhaupt nicht gehabt. Die haben für mich halt gut gespielt. Und dementsprechend war ich das halt sehr, also fand ich, war ich dann halt neugierig, wie sich das entwickelt tatsächlich. Weil ich fand ihn, habe ich die ganze Zeit immer gedacht, oh Mensch, das reißt sich doch mal am Riemen. Also das war für mich so, also das meine ich jetzt nicht gar nicht böse, aber das war so ein, dieses Flehende und Leidende, obwohl da eigentlich gar kein äußerer Einfluss ist, das redet er sich halt die ganze Zeit da ein, er steigert sich da halt in unglaublich rein. Und das fand ich halt so, ja, mach aber... Aber lass uns damit in Ruhe. Also das war mir zu viel. Das war mir einfach zu viel. Ich weiß, mir ist es klar, dass man übersteigert spielen muss. Aber andere Schauspieler, ich habe jetzt nur das Blöde, ich habe dummerweise nur das Vergleich zum Amerikanischen jetzt, ne? Weil wenn ich jetzt einen Buster Keaton da sehe, der ja auch gerne mal übersteigert spielt, aber nicht so. Also, ja, der hat ja, glaube ich, eher immer dieses fast ausdruckslos ist vielleicht falsch, aber der hat immer dieses Steingesicht gehabt, oder nicht? Dass er keine Miene verzieht gerade, das war doch. Ja, aber der hat immer diesen furztrockenen Blick gehabt. Das war immer dieses, aber Buster Keaton habe ich auch mal sehr gerne gesehen. Charlie Chaplin hat ja auch zu doll gespielt und Charlie Chaplin ist auch nicht so meins. Aber Buster Keaton mochte ich immer recht gerne tatsächlich. Und im Vergleich dazu ist Buster Keaton ja eine Wand. Also, was die da hier machen, sich da kringeln und drehen und leiden und dann auch in einem unglaublich langsamen Tempo.
Es wirkte auf mich teilweise echt langatmig, dass ich dann teilweise echt immer so dachte, oh, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt geh durch die Tür, da ist die Tür. Da musste ich noch 10-mal und 3-mal darum wälzen und drehen und kreis und auch hier und auch da. Und Das ist dann vielleicht eben, also ein Beitrag aus der Abteilung, das würde man heute so nicht mehr drehen, aber dass das eben damals, vielleicht eben auch dem Stummfilm inhärent ist, dass du natürlich, weil du ja nicht mit deiner Stimme arbeiten kannst, eben natürlich mit der Mimik und Gestik arbeitest. Eine Bewegung, ich habe natürlich auch manchmal gedacht so, ja, okay, ich habe schon verstanden, ne, jetzt kann ruhig, geh raus aus der Tür oder so. Aber gerade für ihn, der sozusagen gezeigt wird, als jemand, der dem Wahnsinn verfällt, fand ich das schon überaus passend. Und wie gesagt, gerade auch, wenn du sagst, die anderen haben eben gut gespielt in ihrem normalen Spiel, für mich hat das eben sehr gut zusammengepasst, dass er natürlich hier so voll mit durch ist. Aber ich kann durchaus verstehen, was du meinst. Aber dass das vielleicht eben nicht so ankommt dann. Na, ich hatte teilweise den Eindruck gehabt, also es würde mich nicht überraschen, wenn ich jetzt irgendwo gelesen hätte, die haben den Film in 2 Tagen gedreht. Also wenn die immer den ersten Take genommen hätten und dann war es das und dann machen sie weiter. Also ich meine, das könnte tatsächlich in gewisser Hinsicht sein, weil Filmmaterial teuer war, dass es der Hinsicht im Schenken gab, aber grundsätzlich glaube ich das jetzt nicht. Also habe ich auch keine Ahnung von, aber würde ich jetzt nicht mal so einschätzen. Ich meine, es ist ja ein Klassiker, kommt ja nicht von ungefähr, aber also ich weiß nicht, weil es mir zu doll war, konnte ich mich halt mit diesen Charakteren nicht identifizieren und deswegen war für mich das Sichten nicht so leicht, als wenn es so gewesen wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich identifiziert habe mit ihm oder mit ihr, aber ich konnte es durchaus nachvollziehen, sag ich mal. Und ich habe es halt als, dadurch, dass ich halt dieses Element der Handanklebung als quasi fantastisches Element genommen habe und nicht als wirklich rein natürliches, war für mich sozusagen auch der gesamte Film natürlich auf so einer gewissen dezent fantastischen Ebene. Also dass ich das nicht alles, also klar, es soll in irgendeiner Realität spielen, aber es war eben doch leicht mit einer Prise Fantastik drüber gestreut, weswegen das eben auch für mich jetzt nicht so das Problem war. Dass ich jetzt gesagt hätte, wenn der mir im normalen Leben über den Weg läuft, hätte ich gesagt, immer, hast du gerade heute Ausgang oder so? Müssen wir dich den Arzt anrufen? Ja. Ja, Punkt. Ja, ich hatte, also ich, was mich halt immer wieder überrascht hat, weil es ja auch immer wieder aufkam, war hier dieser Zombie-Gang von der Frau. Ich finde das auch sehr passend von mir beschrieben, weil diese Hände so nach vorne und dieser Kopf zur Seite geneigt, ja. Die aufgerissenen Augen und dieser langsame Schritt auf die Leute zu, als würde man sie würgen. Ja, so werden heutzutage Zombies gespielt. Aber anscheinend war es damals so, die verzweifelte Frau, die Angst hatte, dass sie ihr Vermögen verliert. Also, oh, die Hände ihres Mannes. Fand ich vom Spiel her nicht so schön. Also, naja. Dementsprechend fand ich es ganz interessant, dass hier gerade dann sozusagen hier dieser düstere Mann aus der Ecke kommt, der ja hier die Regine oder seine Fuchtel hat. Und das war ja dann das, wo ich dann dachte, so, na, wer ist denn das? Ist das jetzt der Vasseur? Mhm. Weil wir den ja nicht gesehen haben. Und ich bin ja von die ganze Zeit vom Film beim Sichten ausgegangen, das ist wirklich der Vasseur, dass er halt immer den Geist sieht oder irgendwie so. Und dass der sich dann ihm nähert. Deswegen war ich halt irritiert, als der dann auf einmal mit der Regine geredet hat. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Da wollte ich dann schon wissen, was steckt da jetzt dahinter und wie löst sich das alles so auf? Das fand ich schon sehr spannend in der Hinsicht. Tatsächlich. Der Regina habe ich jetzt auch wenig Bedeutung beigemessen in diesem Fall, aber mich hat diese Idee an sich neugierig gemacht. Weil ich fand sein Spiel zum Beispiel ziemlich gut. Also der hat auch manchmal über ein bisschen Grimassen gezogen, aber es war halt in einem normalen Rahmen. Also es war halt so. Finde ich stark in der Einzelne, wo die dann aufeinandertreffen, wenn er so den einen Mundwinkel nach oben und den anderen nach unten zieht. Das kann ich nicht mehr ansatzweise. Man geht nur entweder oder. Das stimmt. Aber weiter im Text, wollte ich nur kurz einschieben. Nee, aber das fand ich, also den fand ich halt sehr, der hat mir auch als Schauspieler sehr gern, gut gefallen, den habe ich halt gern gesehen auch. Gerade weil er ein schönes Spiel hatte, der hatte auch überlagert gespielt, aber halt nicht so expressiv überlagert, sondern das war halt schon im normalen Rahmen so. Und dementsprechend fand ich es schon sehr spannend, vor allem auch, als dann noch der Vater ins Spiel kommt, der hat ja relativ wenig Sendezeit zugestanden bekommt, tatsächlich. Ja, viel rumliegen. Naja, aber dieser garstige Papa da gezeigt wird, wo man sich halt fragt, na, was könnte denn zwischen dem Vater und dem Sohn vorgefallen sein, dass der Vater seinen Sohn so hasst? Ja, nicht nur den Sohn, er hasst alle Menschen. Er ist einfach völliger Menschenhasser. Naja, aber da fragt man sich ja schon, wie kommt das? Ne? Das muss ja eine Ursache haben. Der wird ja nicht so geboren sein, gehe ich mal von aus. Ja, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch kein Kind bekommen, eigentlich, ne?
wäre so mein Gedanke gewesen. So, ja, ich hasse die Menschen, lass mich ein Kind bekommen. Ja, also ich find, naja, aber das fand ich interessant. Und dann wird der dann, der Papa wird ja dann sozusagen ermordet. Und dann ist halt diese Sache mit den ganzen Fingerabdrücken, mit dem Orlaks Fingerabdrücke sind überall. Und da habe ich noch so gedacht, oh, das ist ja, die Polizei war ja damals besser als die heutige Polizei, dass die mit einer Lupe einfach sehen können, ey, das sind genau die Fingerabdrücke von dem Mörder von vor ein paar Jahren. Wie? Das fand ich okay. Er hatte ja gerade den Dolch mit dem X in der Leiche gefunden und ist deshalb auch, wahrscheinlich hat er sich dann sofort die Fingerabdrücke in den Kopf gerufen. Und ich natürlich auch sagen würde, ja. Ja, okay, klar, so also komm und schuldig ins Gefängnis, ne? Also ist ganz ehrlich. Hat er schon ziemlich gut ermittelt, da sofort mit einer Lupe am Tisch. Aber gut, also, ja, aber das ist mir dahingestellt, aber da habe ich so gedacht, da habe ich auch so gedacht, weil er denn, wie er denn in der Ecke da steht, so unglaublich unfällig und auffällig und die ganze Zeit auf seine Hände guckt, die Hände so zu verstecken und dieser Nervenzusammenbruch kriegt und keiner kriegt das mit, was ich auch schon erstaunlich fand. Aber das war ja dieser Moment, wo ich dachte, jetzt gehe endlich durch die Tür. Aber das war ja auch, er hatte die gerufen, die Polizei, ne? Ja. Also vielleicht mit Mord. Und die waren dann halt mehr mit der Leiche und dem Tatort beschäftigt, als dass sie denken, er könnte der Mörder. Also, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass er diese Hände hat. Naja, ne? Klar. Also von daher. Ja, aber da habe ich, aber ich, mein Gedanke war dann halt auch so, weil er so diese Verzweiflung, die Verzweiflung durch, bei ihm durchging, habe ich so gedacht, ja, du warst doch dabei. Hast du ihn denn umgebracht oder nicht? Also, wenn du musst doch, du warst doch wach, bist doch wach. Naja, aber das war ja, also, das wird für uns natürlich erstmal ein bisschen ausgespart und natürlich müsste er das ja eigentlich mitgekriegt haben, aber wir haben ja auch irgendwie einmal die Szene, wo dann so nicht ganz klar ist, ist er jetzt so bei vollem Bewusstsein, also weiß er, was er jetzt getan hat und so. Es wird hier natürlich ein bisschen strapaziert, so wie viel man eben als Zuseher da mitmacht oder mitgeht. Bei dir war das eben anscheinend eher nicht so der Fall, sondern für dich war klar, naja, das muss er mitgekriegt haben. Und bei mir war so dieses, na, der Film wird das jetzt schon gerade bewusst irgendwie ein bisschen offen lassen. Mal sehen, wie sich das dann so abgespielt hat. Na gut, aber die haben es ja relativ schnell dann doch aufgeklärt, ne, dass er die Leiche so gefunden hat. Wo ich dann auch wieder dachte, jetzt sind sie beim Polizeirevier, okay, jetzt legen wir die Wahrheit offen. Aber die glauben mir nicht. Doch, die werden dir glauben. Dann kommt er rein, erzählt alles, bis auf die Hände, auf die OP. Also alles, was ihn sozusagen entlasten würde, weil er das zugibt, erwähnt er nicht mal im Geständnis. Wo ich dann dachte so, ja komm, dir kann man auch nicht mehr helfen. Also, aber das ist halt dieses, was ich allgemein nicht mag, das sind diese klassischen Tropes, die ich total hasse. Einfach dieses, ja kurz am Ende, damit wir nochmal eine Wendung herziehen, dann versuchen wir jetzt hinzugehen, entgegenzukommen und jetzt machen wir nochmal was weg oder lassen wir nochmal die Hälfte aus. Wo ich denke, dann sag ich das doch alles gleich und dann gucken wir mal weiter, wie das läuft. Aber in diesem Moment wusste ich auch nicht, denkt ihr denn immer noch, dass er schuldig ist in diesem Moment? Oder hat er einfach Angst, dass er nicht schuldig ist? Also ich weiß gar nicht, warum er so handelt, wie er handelt. Er ist immer noch völlig fertig und glaubt, er könnte es getan haben. Also, ja. Aus meiner Sicht. Und vor allem, ich habe ja noch gedacht, Mensch, dadurch, dass der Vasseur ja so extrem hardcore gehandelt wurde, habe ich auch gedacht, das ist ein Massenmörder, dass der nur ein Wucherer, der hat ja nur einen Wucherer umgebracht beim Ausrauben, ne? Ja. Also, das ist eigentlich auch interessant, weil, oder ich glaube heutzutage, Wucher ist offiziell ein Straftatbestand. Also hieß es, er hätte sich mit einem Verbrecher, hätte einen Verbrecher umgebracht. Ja, aber genau, eigentlich wird gesagt, irgendwie er wäre ein Mehrfachmörder oder Massenmörder oder so, waren die Texttafeln, ne? Die zwischen. Nee, ein Raubmörder. Raubmörder, na gut, dann eben so. Ja. Naja. Das wird dann eben so ein bisschen aufgeklärt. Ja, aber das ist ja dann trotzdem, eine Person. Das ist ja dann trotzdem nicht so der hart. Also das klingt jetzt doof, wenn ich das jetzt so sage, ne? Aber das wirkt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt so einer, wie bei M oder so, der dann eine ganze Reihe an Spuren hinterlassen hat, dass er denkt, oh Gott, ich bin muss morden. Und das ist ja so ein Raubmord. Also ein einziger, so. Und dann dafür dreht er so frei. Also das glaube ich, also ich könnte mich angenommen, du wärst im Zug unterwegs, hättest ein Zugunglück. Und danach erwachst du und dann sagt dir jemand, wir haben dir jetzt übrigens neue Hände rangeschraubt. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, was ich im Zug gemacht haben muss, damit mir beide Hände abgenommen werden müssen. Da hätte ich andere Sorgen, sag ich dir ganz ehrlich. Da hätte ich Angst, dass ich nie wieder greifen kann und was weiß ich was. Also jemand sagt dir, achso, das sind übrigens die Hände von dem Typen, den wir gerade hingerichtet haben. Ich würde mich auch ein bisschen komisch fühlen, glaube ich. Aber es liegt auch außerhalb meiner tatsächlichen Vorstellungskraft, so dieses, ja, ich bastel da jetzt halt ein Körperteil von einem anderen Menschen ran.
Ich meine, dass so ein Körperteil dann halt das Böse übernimmt und alles, das ist ja kein neues Motiv. Also ich hatte das, also ich kenne das definitiv aus einer Akte X-Folge, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es auch eine X-Factor-Folge zu diesem Thema gab. Mindestens. Also, ja, wie gesagt, ne, Star Wars, Metropolis, da gibt es definitiv mehrere Sachen, wo. Wieso bei Star Wars ist denn der Anakin böse geworden, weil er ein anderes Körperteil hat? Nein, aber sozusagen, wenn Luke dann auch seine Hand verliert und die dann sozusagen symbolisch wird er damit ja wie sein Vater. Ja, aber das ist ja schon wieder, das ist für mich aber nicht das gleiche Motiv, das ist für mich ein anderes Motiv. Ein verlorenes Körperteil und ein nicht. Ja, aber ich gehe ja davon aus, dass durch das neue Körperteil, egal was es ist, jetzt das Böse sich in dich einpflanzt. Das meine ich. Ja, und das wird ja da auch angedeutet, dass das so sein könnte, dass er wie sein Vater wird und sein Vater also ist. Also, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ist okay, dass der Körperteil selbst, das Körperteil selbst dieses Böse beinhaltet. Ja, dass du dann diese Seele von dem Mörder an dich aufnimmst. So, das meinte ich damit. Das ist ja an sich ein spannendes Thema tatsächlich. Das ist jetzt, ich finde, das hätte auch gereicht, hätte man ihm eine Hand gegeben, nicht beide. Ja, dann hätte er noch halb spielen können. Das Konzert ist heute nur halb so lang. Ach so, ja, dann gut, das ist ein ausschlaggebender Punkt mit dem Pianist. Ich fand das auch von der Zeitebene komisch, weil es ja gesagt wurde, er ist in einem Krankenhaus, da siehst du ja nicht, wie lange er da liegt, und wohnt er ja in diesem unglaublichen Palast, das heißt, er muss ja mega erfolgreich vorher gewesen sein, dass man seinen Namen auch überall kennt gleich. Und dann hast du halt dieses, als dann der Vater gemordet wird, ja, aber der Vasseur, ist ja schon seit Jahren tot. Ja, das war ein bisschen... Also, das ist ja okay, krass. Und dann kam ja nochmal danach dieses, als sie dann... als dann die Polizei in diesem Bierkeller da ist. Die Bierkeller, ja, in dem Unterding. Ja, da sagt er doch auch nochmal was, nach dem Motto, ja, mit dem was höher. Der am 14. Juli umgebracht ja, wurde. Ja, genau, und das klang dann so, als wenn das im gleichen Jahr gewesen ist. Das fand ich total irritierend. Also, wir können dazu auch mal sagen, ne, wie gesagt, das ist ja eine rekonstruierte Fassung, eventuell fehlen ja auch Sachen. Ich habe jetzt nicht mal nachgeschaut, woher sie sozusagen die einzelnen Elemente haben. Es wird ja teilweise, oder bin ich mir nicht sicher, ob dieser Moment des Zukunftsglücks, wenn die Leute so weglaufen und dann kommt irgendwie hier Crash at Montagon oder so irgendwie. Ne? Also wo ich so dachte, hey, das war jetzt ein Englisch, wobei ich die Einblendung an sich sehr cool fand, so wie das so über dem Bild so der Text so erscheint. Ne? Mhm. Also hatte ich so das Gefühl, na, das haben sie jetzt vielleicht aus einer englischen Quelle, dann sind öfter mal eben französische, also Sachen, die eingeblendet werden, stehen auf Französisch da, wo ich so dachte, na, haben sie das jetzt aus einer französischen Quelle, ne? Dass sie eben aus vielen zusammengesucht haben. Und dass es vielleicht auch gar nicht der komplette Film ist, ne? So wie eben am Anfang steht, erster Akt. Und wir die ganze Zeit gewartet haben, ja, aber bitte jetzt mal zweiter Akt eingeblendet und das eben nie passiert ist. Nee, da kommt dann das Ende. Ja. Kann das ja sein, dass du dann vielleicht diese Zwischentafel einfach nur fehlt oder dass irgendwo vielleicht auch mal fehlt eine Tafel mit Jahre später oder so. Ne? Also dass wir einfach davon ausgehen, das läuft eben jetzt vielleicht innerhalb von 2-3 Tagen oder so insgesamt ab. Vielleicht mit naja, Sprung, gut, also ich habe jetzt schon gedacht, dass Genesung, es ein bisschen länger braucht, weil ich meine, vor allem Hände anzumachen. Ja, aber ich meine jetzt so grundsätzlich, dass sich die Handlung dann vielleicht ab dem Verlassen des Krankenhauses, dann sage ich jetzt immer so, dass das vielleicht ab da innerhalb von wenigen Tagen spielt. Also dass es nicht irgendwie sowas kommt wie eine Woche später oder so. Aber ist eben auch nur hypothetisch, vielleicht ist das auch so alles, wie es jetzt hier zu sehen war. Kann ich nicht abschließend beurteilen. Na, ich meine, dass die in Geldprobleme geraten, obwohl die vorher so unglaublich reich sind bei dieser immensen Villa. Ja, das zeigt ja schon, dass da einige Zeit vergangen sein muss. Das ist so schnell gewinnt ja, das werden sich die ganzen Ersparnisse nicht aufbrauchen tatsächlich. Vielleicht hatte er einen schlechten Berater. Sein Vater war ja schon schlimm genug. Ja, aber ich frage mich auch, wenn du das Haus verkauft, dann wäre doch einiges wäre doch alles gut gewesen. Über diesen ja, aber wer weiß, ob du, wenn du diesen Status erreicht hast, ob du dann einfach so ein Haus weggeben willst. Denk da mal drüber nach. Mag sein, ja. Aber vielleicht damit ja auch können wir mal ein bisschen zu der Architektur, zu den Bühnen, zu den Sets kommen, die ich durchaus auch immer wieder beeindruckend fand. Ja, die fand ich auch sehr gut, ja. Sowohl der Flur im Haus des Vaters, so dieses bogenmäßige, aber auch immer wieder so gefühlt die Gegenstände ein Ticken zu groß. Also dass es jetzt nicht so war, der Schauspieler ist 1,80 Meter und der Stuhl ist 2 Meter hoch. So nicht, aber doch irgendwie so, dass das nicht wirkte wie, ja, in der Realität ist unser Stuhl so groß, sondern er wäre ein bisschen weniger groß. So. Und ich öfter mal das Gefühl, was eben so eine ganz eigene Stimmung erzeugt. Also auch, oder auch diese Tür zu seinem, ja weiß ich nicht, Flügelzimmer, ne? Also wenn er da wo er dann
sein Piano stehen hat mit einem Raum und diese Tür ist fast quadratisch. Ja, das ist sehr ungewöhnlich hier, das fand also ich wie, auch. Wie so eine Art, nicht Geheimgang, aber eben so, ja, kannst du dir anscheinend leisten, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst. Also war schon sehr interessant und das taucht immer wieder auf. Und natürlich dann, was du sagst, hier zum Schluss der eine Handlungsort, doch diese Kneipe, Kaschemme, was auch immer, war auch wieder sehr schön ausgeleuchtet. Ich fand auch das Zugunglück, also das sehen wir ja nicht, wir sehen dann sozusagen die Unfallstelle hinterher. Ich glaube auch, das eine Mal stand noch jemand drin, der anscheinend mit einer zweiten Kamera gedreht hat, wo dann vielleicht dann später alternativ die Szene verwendet worden ist. Na gut, das kann aber auch damals sein, der erste Schaulustige gewesen sein. Ja, ja, klar, aber also das fand ich eben auch total stark so, weil das nicht, oder selbst wenn es nur eine Bühne war, wirkte es für mich sehr, sehr glaubwürdig. Also dass da der Zug eben dieses, das Wrack da rumlag. Ja, da kann ich nicht mit dir argumentieren. Das finde ich jetzt nicht genauso. Ich fand, die haben das alles, also die Kulissen fand ich alle sehr gut. Und auch mit einer ordentlichen Anzahl an Statisten in der Szene, ne? Wie viele da so rumlaufen. Wie gesagt, auch die eine Frau, die auf die Trage gelegt wird, sich dann nochmal kurz den Hut zurecht macht und sich dann still hinlegt. Die war auch lustig. Nee, aber das fand ich schon immer wieder beeindruckend. Also es macht schon viel aus, das merke ich immer wieder, ne? Weil wir jetzt auch gerade, hattest ja gesagt, wir haben Fantasy Island gerade geguckt, wo ich auch nicht mal dachte, ja, die stehen jetzt hier zwar, aber das dahinter sieht irgendwie stark aus wie nicht echt oder zumindest reingedingt, also vielleicht echt gefilmt, aber halt reingeklebt. Und hier hast du halt die ganze Zeit das Gefühl, oder ab und zu habe ich so überlegt, na, das ist jetzt vielleicht doch mal tatsächlich auf einer Straße oder ist das doch alles gebaut und wenn es gebaut ist, krass, kann ich mir heute kaum noch so vorstellen. Ja. Mhm. Okay. Hast du also nichts weiter zu ergänzen, merke ich an dieser Reaktion. Nein, ich stimme dir ja zu. Ich fand die Kulissen wirklich sehr, sehr cool gemacht, auch den Ratskeller und so. Ich finde, das hat schon ein richtig eigenes Flair gehabt. Und auch mit dieser überlagerten, bei großen, das habe ich auch so gesehen. Ich habe es am Anfang gleich erkannt, zum Beispiel, dass dieses riesige quadratische im Hintergrund eine Tür ist. Ich habe gedacht, das ist das kleine, der Stuhl daneben ist die Tür. Also ich habe gedacht, das ist ein Regal. Also, ja, ja. Ich war irritiert, als hier eine Frau da durchkam. Das war ein Anblick, den man nicht alle Tage sieht tatsächlich. Es hat schon ein bisschen Palastanzüge gehabt. Ich fand auch das Haus von dem Vater, was du meinst, mit dem langen Gang, das hat schon ein bisschen so Kirchen Züge gehabt, so als wenn du eine Krypte lang gehst oder so. Jetzt zur Beichte gehen. Ja, der Vater saß ja auch da auf diesem Thronartig, also sowohl der Stuhl selbst sah so ein bisschen wie ein Thron aus und der war ja auch innerhalb des Raumes irgendwie nochmal ein, zwei Stufen erhöht. Also da habe ich dann auch so gesagt, ja, er sitzt da jetzt wie ein König den ganzen Tag in seinem Haus rum und sagt, ich hasse Menschen. Ja. Also das Leben muss ja auch sehr eintönig sein da für ihn. Ich fand auch aber natürlich eben eine sehr spezielle, ne? Also das macht schon viel aus, wie eben sozusagen die Bühne dann gleich so viel miterzählt hat in dem Fall. Wenn du sagst, ne, so kirchlich und dann komme ich hier mit dem Thron um die Ecke. Das sind ja schon alles so Sachen, die dann bewusst, unbewusst dazu geschrieben werden. Ne, ich fand auch sozusagen in dem Haus von den Orlaks, das war auch alles so spärlich, also zwar pompös, aber spärlich eingerichtet und es wirkte auf mich äußerst ungemütlich. Also in der Sicht war es mal schön, dass sie dann diesen gefühlt 2000 Blumen da auf dem Tisch liegen hat und die im Zimmer im Haus verteilt, um denen ein bisschen Stimmung einzujagen. Ich finde, das war schon sehr schön. Das hat man ja auch gemerkt, dass in dem Arm mit der Armut war das halt nicht mehr. Da hast du noch dieses kalte Flair gehabt, da gab es sowas nicht mehr. Das konnte sich halt in diesem Fall anscheinend nicht mehr leisten oder ähnliches. Oh. Ja. Ja. Natürlich gerade, was sonst noch so. Also, was ich, um nochmal ganz kurz auf das Schauspiel zurückzukommen, gerade bei Konrad Veit fand ich, auch im Kontrast zu den anderen Schauspielern, die meist sehr, in Anführungszeichen, glatte oder ja nicht konturlos ist Quatsch, aber doch eher sehr glatte Gesichter hatten, wie sehr er dann auch so mit, wie man seine Adern, wie die sich immer wieder abgehoben haben, gerade im Gesicht auch oder auch bei den Händen. Ich dann glaube, dass die nicht normal so aussehen, sondern dass er da ordentlich mal ein bisschen angespannt hat, dass die Adern noch mehr hervortreten. Das finde ich immer noch beeindruckend. Auch so eine kleine Sache. Ja. Also insgesamt, wie gesagt, auch wenn es immer mal ein bisschen nicht so leicht war, sich da mit denen mitzugucken, fand ich ihn trotzdem ziemlich reizvoll. Das fand ich sehr interessant. Wie fandest du eigentlich die große Auflösung nachher? Also ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht doch ein bisschen anders, also es hätte natürlich so ein richtig düsteres Ende werden können, wurde es nicht. Dann natürlich jetzt auch überlegen, wie schlimm es eigentlich ist, dass der Vater verstorben ist.
ja, es ist ja dann quasi nochmal so eine Wendung, ne, zu einem Kriminalfall hin, die sich ja so nicht unbedingt angedeutet hatte. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Also gerade wenn dann auch die Zofe dann eben da noch mit runterkommt in den Ratskeller oder in die Kneipe, was auch immer, und dann noch diese Einblendung ist, wie er sie sozusagen beherrscht, ne? Der andere Typ, das war nochmal ein cooler Effekt. Ja, ein bisschen süß fand ich, wie sie alle ihre Pistolen immer noch so auf Nasenhöhe halten. Wo wir auch erkennen hier, aha, okay, die Polizei hat Waffen, alles klar, alles klar. Ich fand es fast komödiantisch, als der Betrüger entlarvt wird. Und denn der Polizist, den mit einem Grinsen sozusagen seine ganzen Attrappen da abnimmt. Ja, das war auch süß. Ein Meta-Kommentar vielleicht zum Thema Film, dass wir hier auch alles das sehen, wie sie uns jetzt vor der Bühne den ganzen Schabernack auflösen. Ja, der hat ihn durchschaut, der war clever. Der war nicht verrückt, der Polizist oder Kommissar. Na gut, der kannte ihn schon, wenn er ein Stammgast ist in der Wache, was willst du machen, ne? Dann musst du ja nicht gewitzt sein, wenn du weißt, ach, jetzt schon wieder der Herr. Ja. Jo. Oder hat er ja jahrelang in diesen Coup investiert, ne? Ja, je nachdem, wie das nun abgelaufen ist, ja, tatsächlich. Mit diesen Gummihandschuhen. Na, der hat ja schon am Anfang hinter der Tür gestanden, als er aufgewacht ist im Krankenhaus. Da geht ja, das ja schon los. Das meine ich ja mit von wegen jahrelang, ob das nur wirklich über Jahre sich hingezogen hat oder doch nur ein paar Wochen, das ist ja ein bisschen, muss ja ein bisschen vage bleiben. Das ist mir noch nicht so richtig. Ja. Naja, aber er hat sich da schon offensichtlich ganz schön was ausgedacht. Und vor allen Dingen, ja, so richtig Scooby-Doo-mäßig, ja, ne? Dieses, ja, also, ich wäre da durchgekommen, wenn ihr Gehör nicht gewesen wärt. Ja, na guck mal, ne? Also einerseits kann er das ja geplant haben, dass er das dem anderen anhängt, indem er eben so die Fingerabdrücke von ihm nimmt und sonst was. Aber er konnte ja gar nicht wissen, dass gerade ausgerechnet Orlak, der eben diesen reichen Vater hat, bei dem Unfall seine Hände verlieren wird. Das ist ja etwas, was einfach passiert ist. Und daraufhin kann er den Plan eigentlich erst daraufhin ausgerichtet haben. Ja, so grob. Deswegen so diese zeitliche Abfolge, wenn man sich die mal aufmalt, könnte es da ein paar Stolperfallen geben vielleicht. Das mag sein. Aber der schien ja allgemein nicht der netteste Assistenztyp zu sein. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und Film ist dahin schon. Ja. So, und ich möchte mal schnell sagen, mit dem Finger, ich habe ja vorhin angedeutet hier, mit dem, wenn man Fingerabdrücke nur mit dem bloßen Auge wahrnimmt, dass man dann halt Unschuldige ins Gefängnis bringt. Und was ist passiert, Max? Was ist passiert? Ja, ist er ins Gefängnis gekommen? Ja, der wurde sogar geköpft. Stimmt. Und war er schuldig? Offensichtlich nicht. Ja, das meine ich. Das passiert, wenn man mit bloßen Augen Fingerabdrücke liest, meine lieben Leute. Nee, es war anscheinend dann ein Indizien. Obwohl, nee, es waren ja quasi Beweise. Sie haben seine Fingerabdrücke. Sie haben halt nicht damit gerechnet, dass jemand die Fingerabdrücke nachgemacht hat. Wenn auch interessant gewesen wäre, zu wissen, wie er sich vielleicht versucht hat zu verteidigen und zu sagen, ich war das nicht, also, ne, ich habe es nicht gemacht. Aber das ist rein Spekulation, das wird ja auch überhaupt nicht ansatzweise erzählt. Genau, das Thema Todesstrafe kommt hier also vor. Wir leben zum Glück in einem Staat, in dem es die nicht mehr gibt. In anderen Staaten auf der Welt gibt es sie ja teilweise noch. Gab es auch mal, weil das ja hier die Arte-Edition ist, die Blu-ray. Gab es auch mal irgendwie bei Arte so ein Gespräch zwischen drei Philosophen oder so, wo dann eben darum ging, ist denn die Todesstrafe, ist das noch zeitgemäß? Und natürlich zum Urteil kommen, dass sie so oder so nicht zeitgemäß ist, dass das einfach nicht gut ist. Strafe muss sein, ja, oder Strafe sollte sein, aber nicht diese Form der, wir erheben uns so komplett über das Leben. Also durchaus ein... Haben das alle drei gesagt oder hast du jetzt nur die Meinung gesagt, die dann deine eigene Meinung widerspiegelt? Nee, die sind alle drei gemeinsam zu diesem Ergebnis gekommen, versucht Pro und Contra abzuwägen oder vermeintliche Pros, vermeintliche Kontras. Also insofern ist dieser Film ja auch heute noch vielleicht aktuell. Na gut, weißt du jetzt noch, wo es noch Todesstrafen überall gibt? Na, in Amerika teilweise, weiß nicht, Indien noch, ein paar nordafrikanische Staaten, glaube ich, Saudi-Arabien oder so, ist da nicht auch noch. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich weiß, in Korea gibt es auf jeden Fall noch Todesstrafe. Durch genial daneben gelernt, dass wenn irgendein Staat sagt oder irgendein Land sagt, wir schaffen die Todesstrafe ab, dass dann das Kolosseum 24 Stunden lang beleuchtet ist. Wo hast du was gehabt? Warum bei genial daneben? Warum leuchtete das Kolosseum am x-ten, y-ten so einfach einen Tag lang am Stück?
Der Grund ist, dass die anscheinend das machen, wenn jemand die Todesstrafe abschafft. Mhm. Vielleicht ist das im Detail auch nicht mehr ganz so richtig, aber irgendwie sowas war das. Also ich weiß, dass es in Korea noch die Todesstrafe gibt in beiden Ländern, aber ich weiß, also zum Beispiel in Südkorea ist es gefühlt... In China vielleicht auch noch? Wahrscheinlich. Da funke ich mal aus, ne? Also, aber das wird ja anders gehandhabt. Aber in Südkorea ist es, glaube ich, auch seit gefühlt 30, 40 Jahren auch nicht mehr zur Hinrichtung gekommen. Du hast ja in einigen Ländern sozusagen auch die Todesstrafe offiziell noch da, aber die wird halt nicht mehr angewendet, ne? Naja, genau. Und wie ist denn das in Deutschland, als wir Todesstrafe hier hatten? Bis wann hatten wir hier die Todesstrafe? Und hatten wir dann immer nur Enthauptung? Hatten wir auch noch was anderes hier gehabt? Also was wie den elektrischen Stuhl zum Beispiel, das verbinde ich nur mit Amerika tatsächlich. Ich würde behaupten, es gab sowas wie standrechtliche Erschießung. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde behaupten, das gab es mindestens bis 45. Erschießung? Das ist jetzt auch außerhalb des Krieges? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich mit diesem Thema nie beschäftigt. Deswegen kann ich dir da keine Antwort zu geben, wie das war. Das ist einfach das, was ich annehme. Dass du dann eben als, wenn du jetzt zum Beispiel im Krieg desertiert bist oder eben überlaufen wolltest, das hat jemand mitgekriegt, dass sie dann gesagt haben, ja, dafür bist du jetzt als Strafe eben standrechtlich erschossen. Als eben Todesstrafe. Also eine Erschießung, ich hab das erinnert mich so an die, als wir in Irland waren, in dem Gefängnis. Da haben sie ja damals Leute noch so exekutiert und alles. Und im Krieg ja sowieso. Ne? Ja. Also ich bilde mir auch mal ein, ich war mal im Museum zur Todesstrafe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das aber war. Aber da sind wir nicht lebend rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war damals in Colmar in Frankreich oder so. Oder in Freiburg oder so in die Ecke. Naja, nichtsdestotrotz, aber das wird da gab es dann auch alles Mögliche. Aber man merkt sich ja die ganzen... Nee, ich glaube, es war in Prag. Möglicherweise war es in Europa. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber das ist durchaus eben, ja, ne, dafür, dass der Film 100 Jahre alt ist, ist das etwas, was vielleicht jetzt sozusagen bei uns vor der Tür nicht passiert, aber durchaus ja irgendwie noch im Bereich des Möglichen oder im Bereich der Realität liegt, dass sowas gibt. Sowohl die Todesstrafe als auch eben, dass jemand fälschlicherweise verurteilt wird. Die Medizin hat sich auch weiterentwickelt, was so das Thema Transplantation angeht. Ja, definitiv, ja. Wobei ich jetzt immer noch nicht sicher bin, ob tatsächlich eine fremde Hand an jemanden rangepappt wird, weil heute wahrscheinlich dann schon eher diese künstlichen Gliedmaßen ja noch stärker zum Tragen kommen, wa? Also nicht nur Prothese, wie heißt das andere, Orthese und was da nicht alles gibt. Ja, wenn das möglich wäre, dann würde man das nicht, bräuchte man ja sowas nicht. Also künstliche Kniegelenke. Ja. Aber natürlich jetzt so komplizierte. Naja, also das entwickelt sich technisch stark weiter. Wenn man diesen Podcast also in 5 bis 10 Jahren hört, wird man darüber vielleicht lachen, was wir hier gerade geäußert haben für rückständige Methoden. Wer weiß das schon? Also ich staune hier gerade, weil wenn du jetzt gerade siehst, habe ich mal ein bisschen gegoogelt, wo gibt es noch Todesstrafen, was haben die für Todesstrafen? Und das ist auch sehr, sehr vielfältig sozusagen auch gesprüht. Also Indien hat auf jeden Fall noch, Indonesien hat noch, Irak, Iran hat das, Israel das auf jeden Fall auch noch. Japan ist Erhängen, gibt es noch. Libyen gibt es noch, Namibia, Osttimor, Pakistan, Saudi-Arabien. Also was du zusammengefasst, ja eigentlich alle Länder gesagt, versuchst du das nicht. Singapur ist jedenfalls auch noch. Das finde ich überraschend, weil Singapur finde ich eigentlich sehr modern angekommen. Sri Lanka, Südkorea ist auch, was ist hier, auch nur Erhängen. Das ist auch das letzte Mal in den 90ern gewesen, seitdem auch nicht mehr. Türkei auf jeden Fall. Türkei ist noch. Und natürlich China. China hat Giftspritze. Und Amerika hat ja alles, ne? Die müssen ja mal alles machen. Endlich ist der Frühling da, fröhliche Themen hier in der Wiederaufführung. Na ja, ich finde das so ein interessantes Thema, ne? Weil das ist eine Sache, mit beschäftigt sich im Alltag nicht. Also das finde ich schon. Das ist wohl richtig. Ja, und vielleicht mal sehen, wann wir den Punkt erreichen, dass es auf der ganzen Welt sowas Todesstrafen nicht mehr gibt. Ja. Das wäre immer schön, ne? Oder den Punkt, wenn es keine Kriege mehr gibt. Das wäre auch mal toll, wenn wir das noch erleben könnten, ne? Ja. Was hat denn der Film sonst noch so thematisch gehabt? Ein Künstler, der seine Kunst nicht mehr ausüben kann. Ja, aber ich finde, damit hat er sich wenig auseinandergesetzt. Das hat mich überrascht, weil das finde ich jetzt gar nicht mehr erwartet. Er hat einmal direkt versucht zu spielen, das hat nicht so funktioniert. Dann war das mit der Schallplatte da, die er dann auf den Boden wirft.
Naja, und dann hat er eben noch, dass er seine Frau nicht mehr anfassen will und dass er eben innerlich so zerrissen ist, dass er den Dolch anfasst stattdessen. Also ich das finde ich zum Beispiel auch ein sehr interessantes Motiv im Film gewesen, dass von Anfang an klar wird, die beiden sind sehr heiß aufeinander. Vielleicht, weil er viel durch die Gegend auch tut. Auch das vielleicht ein bisschen übersteigert im Vergleich zu manchen anderen Figuren. Na, weil sie, ich muss auch ehrlich, das habe ich auch nicht verstanden, weil sie wusste ja, dass seine Hände problematisch waren und dann erzählt sie ihm die ganze Zeit, ich möchte von deinen tollen, zarten Händen wieder berührt werden. Ja. Und das war ja für mich auch ein absolutes Salz in die Wunde werfen. Das hat mich an diesen einen Film erinnert, den wir von mir mal drüber gelacht haben, einen Western, den wir mal mit Michael. Was? Slow West? Ja, ja, wo er Salz in die Wunde. Und dann Fabi noch, ja, warte mal, was? Shit happens. Ja. Richtig schlechter Tag. Ja, das fand ich auch gut. Ja, aber da musste ich ja noch dran denken, wo ich dachte so, ja, komm, er hat jetzt zwei hier fremde Hände, ja, es kommt ihm immer zu mit, ich möchte von deinen Händen, deinen sanften Händen, das Beste an dir sind deine Hände. Da hast du gedacht, du bist auch feinfühlig, Madame, du bist richtig feinfühlig. Das nennt man Fingerspitzengefühl. Ne, ich fand das aber auch schön, dass sie erstmal so voll Montur in diesen Zug rennt und dann nachher fast halbnackig da beim Arzt sitzt, weil das sie so mitgenommen hat, dass sie auf dem Weg zum Klinik ihre ganzen Kleider verloren hat. Ja. Fand ich auch interessant, ja. Schönerweise, ja. Man musste auch noch dem männlichen Publikum ein bisschen was bieten, ein bisschen Haut zeigen. Ja, aber es für die Verhältnisse war das vielleicht ganz schön doll. Ja, das mag sein, ja. Ja, Horror und Erotik waren schon immer oft kombiniert. Ja. Naja, also ich würde auf jeden Fall nochmal, um das mal ganz klar vorzuheben, was hier auf der Disc steht, Halbsplatter-Film ist völlig komplett, also nicht mal ansatzweise, ich wüsste gar nicht wo. Man sieht ja gar nichts. Haben sie Szenen hier rausgeschnitten, wo gesplattert wird. Ja, was soll denn das splattern? Die OP erleben wir nicht mitten, er hat nicht mal eine Narbe an den Händen, der Arzt war richtig Bombe. Das Zugunglück ist nichts Grafisches in der Form. Der Mord, ja, da steckt das Messer drin in der Leiche, aber das ist es auch. Ja, aber das ist auch kein Splatter. Ja, deswegen, ich überlege, was das sein könnte, was damit gemeint sein könnte. Oder ob da einfach jemand gesagt hat, hier, schreib mal was drauf, was sich gut verkauft. Also halb Kunstfilm, halb Splatterfilm mache ich zu 100% Kunstfilm. Kunstfilm, das trifft es auf jeden Fall. Geht schon interessante Wege und da sind auch einige Sachen dabei, die könnte man, also gerade durch die Kulissen und die Inszenierungswege, auch mit der Beleuchtung und allem, aber das wirkt schon sehr stimmungsvoll teilweise. Also das ist das, wo ich dann eben auch so diesen Gedanken habe, das ist so Richtung Expressionismus. Jetzt nicht unbedingt alles, gerade bei den Bauten, wenn ich dann eben an Caligari denke, wo du ja wirklich diese ganzen schiefen und kurvigen Häuser und sowas alles hast und Hintergründe, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist das hier ja wirklich in Anführungszeichen real oder authentisch, so könnte das tatsächlich aussehen. Aber gerade auch so Ausleuchtung und so, das macht schon viel aus. Ja, Horrorfilm würde ich auch sagen. Ich finde interessant hier die Disc, dass das so Ampelfarbe ist, rot, gelb, grün, ist mir vorhin noch aufgefallen. Warum auch immer sie das gemacht haben. Das sieht schön aus, vielleicht im Schwarz-Weiß. Tatsächlich minimal überrascht, dass der in Schwarz-Weiß ist, dass der nicht viragiert ist. Das gibt es ja auch, dass das dann so eingefärbt ist. Ja, Caligari habe ich damals eingefärbt gesehen. Ich glaube, das wirkte sehr gelb, das Bild, meine ich, sehr gelbstiftig aus meiner Erinnerung heraus. Mal wieder gucken. Naja, Orlaks Hände. Würdest du diesen Film weiterempfehlen? Ja, also ich finde, der hat auf jeden Fall ein paar sehenswerte Nuancen. Ich finde das Thema sich auch sehr spannend. Ich finde auch die Auflösung sehr, sehr, sehr geneckisch, muss ich ehrlich sagen. Also falls ich jetzt im Laufe des Podcasts negativ geklungen haben sollte, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich allgemein mit Stummfilmen, glaube ich, mittlerweile weniger anfangen kann. Also, und dass ich das eigentlich mag, wenn jemand so extrem exzessiv spielt. Da bin ich kein Freund von. Ich mag das lieber ein bisschen minimalistischer. Ich bin der Mensch. Ich mag das gerne, wenn Leute sehr wenig zeigen und dann machen sie halt diesen trockenen Humor durch einfach nur so einen gehäften Blick oder solche Sachen. Das kommt bei mir eher an. Deswegen mochte ich halt zum Beispiel auch diesen Nero. Sehr gerne, weil der genau so eine Art spielt. Dementsprechend hat mir seine Rolle auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dieser Leidensprozess, wenn man sich darauf einlassen kann und so, ich glaube schon, gerade wenn man auch ein Freund von Stummfilmen ist, weil ich vor Stummfilme gerne gucke, glaube ich schon, dass dieser Film ein kleiner Spaß sein könnte, ja. Also bei mir ist einfach nur, dass die Grundhaltung bei mir einfach, dass ich ja, dass das nicht unbedingt mein Thema vielleicht unbedingt ist und vielleicht durch dieses, weil ich auf andere Sachen Wert lege, die ich ja nicht wiedergefunden habe, hatte ich da Probleme gehabt, mich ein bisschen einzufinden. Aber der Film an sich fand ihn solide und gut. Also ich kann mir vorstellen, ich finde auch, dass er ein Kunstfilm ist und dass es ein Klassiker ist. Ich finde, das ist ja mit Recht. Und da finde ich, das kann man jetzt nicht wegnehmen. Also Klassiker, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so ein Klassiker ist, aber es ist mir halt schon öfter mal so eben
unter vor die Augen gekommen. Ich weiß auch, also Kunstfilm, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht trotzdem einfach damals auch ein Film für die Massen war. Ne? Also oder ob das jetzt einer war, so, wo man sagt, oh, da geht nur ein spezielles Publikum rein. Also weiß ich einfach nicht. Spätfilmschiene. Aber ob das damals nicht einfach so, ja, oh, das wird jetzt der Kassenschlager, den wir hier gerade an den Händen haben. Ja. Und wie gesagt, bei mir, ich empfehle sowieso, man sollte sich ein eigenes Bild machen von Filmen. Ob ich die nur gut oder schlecht finde, ist völlig zweitrangig. Den fand ich sehenswert. Fandest du ihn sehenswert? Ja, auf jeden Fall. Also ich bereue es wieder mal nicht. Es war sowieso sehr selten, dass ich was bereue, dann, wenn ich einen Film gesehen habe. Krampus, danach ist er durchgedreht. Oh Gott. Schimpfend aus dem Kino gerannt. Habe ich noch nie erlebt. Im Sessel. Habe ich noch nie erlebt, war für mich auch das erste Mal. Ja, aber dann sind wir soweit eigentlich. Also ich habe mich, glaube ich, ausgequatscht jetzt soweit erstmal nach diesem Film. Hast du noch was? Ja. Also jetzt zu diesem Film, sonst allgemein hätte ich auch noch zwei Sachen. Zu diesem Film habe ich nichts mehr zu sagen, weil ich finde, dass da nicht so viel Handlung drin war, die man jetzt heute auswerten könnte noch zusätzlich. Oder zumindest, die ich jetzt selber nicht so wahrgenommen habe. Nö, nächstes Mal darf ich wieder einen Film auswählen, ja. Da freue ich mich also drauf. Also ich möchte noch, können wir gleich zu kommen, kurz noch erwähnt bei den Archivtönen von Kamil und Jan, dem Podcast, da gab es im Horror-Oktober 2017 Kamils Kammer des Schreckens und da hat er den Film auch kurz besprochen, glaube ich, eine Viertelstunde. Da kann man also, wer möchte, auch noch reinhören, wird auch hier in der Folgenbeschreibung verlinkt sein. Und wie gesagt, wir haben die Blu-ray geguckt von Absolut Medien in der Arte-Edition. Gibt es relativ günstig, ich glaube maximal 13 Euro. Leider komplett ohne irgendwelche Extras. Wie gesagt, es gibt so den Text auf der Cover-Innenseite und das war es aber auch so ziemlich an Zusatzinformationen. Aber besser, als wenn es ihn gar nicht geben würde. So, das wäre es mit All Alexander für heute. Die nächste Ausgabe, die Nummer 166, die müsste dann rauskommen offiziell am 29. März. So ist das wohl. Und ich glaube, zwischen dieser Ausgabe jetzt, der 165 und der 166, feiern wir, glaube ich, Geburtstag wieder aufführungstechnisch. Ich glaube, von 2013, 14. Ich habe schon wieder vergessen. Kam damals die Nullnummer raus. Aber auch das wollte ich eigentlich nochmal nachgucken. Kann man beim nächsten Mal nochmal schauen. Weißt du denn schon, welchen Film wir als nächstes, oder hast du dir schon einen Film überlegt, erstmal nur ja oder nein, den wir beim nächsten Mal gucken werden? Ich habe eine engere Auswahl, aber ich habe noch keinen festen tatsächlich. Ah. Und möchtest du da schon mehr drüber erzählen oder willst du noch ein bisschen in der Schwebe halten? Also ist deine Entscheidung. Nö, ich sage dazu nichts. Nee. Ich sag dazu nichts, meine Lippen sind versiegelt. Also wir haben ja in der Folge hier, in der 164, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was so dieses Jahr grob unsere Pläne, Vorstellungen sind, was wir vielleicht nehmen könnten und was nicht oder so, wo die Reise hingeht. Ja, also mein Problem ist ja in der Hinsicht, dass ich da gerne auch ein bisschen mehr experimentierfreudiger wäre, weil eigentlich habe ich ja angefangen damals Christian Schuhe zu steigen. Seine Fußstapfen. Seine Fuß, ja, ich bin, also Sprichwörter sind nicht schön, meins. Dass du Christian Schuhe haben möchtest. Naja, reinpasst nicht auf jeden Fall. ja, also ich bin Sprichwörter, das ist immer eine Katastrophe. Na, eigentlich war ja mein Ansinnen immer, dass ich gerne internationale Filme besprechen möchte, dass halt mal Filme aus allen möglichen Ländern mal reinkommen und so, das ist ja mal so meins. Ich habe persönlich das Problem, dass ich meinem eigenen Anspruch immer zum Opfer falle, weil ich automatisch immer allgemein mich immer wie so ein Magnet zum asiatischen Markt hingezogen fühle. Und das würde ich zwar gerne wegnehmen, aber das fällt mir unglaublich schwer, weil ich ja privat auch nur asiatisch gucke, alles Mögliche. Also von daher muss ich mal gucken, ob ich mich aus dieser Sphäre fürs nächste Mal ein bisschen rausgehoben kriege oder nicht, aber mal gucken. Da bin ich noch nicht so positiv, was das angeht. Jetzt überlege ich gerade selbst, weil du das nochmal sagst. Also ich habe schon angekündigt gehabt, einmal gerade die Schatzkiste, Kabinett des Dr. Caligari, jetzt am 26. Februar 2020. Und im März geht es auch nach Asien, da läuft nämlich Akira Kurosawas Ran. Und jetzt bin ich mit den Daten selber nicht mehr ganz sicher. Ich meine am Samstag, den 21. März um 16.30 Uhr auf Deutsch und am Montag oder Dienstag. Ich glaube am Montag, den 23. dann im Original um 19 Uhr in der Frieda 23 im Lichttheater von der Vollen Rostock mit einer kurzen Einführung, weil der Film dann auch immer ein bisschen länger ist. Wer da also Lust hat, kann sich also asiatisches Kino auf der großen Leinwand angucken. Ja, ich habe letzte Zeit tatsächlich, sonst gucke ich ja eigentlich immer nur Serien.
Aber ich habe in den letzten Tagen wirklich, also für meine Verhältnisse, recht viele Filme, ich sag mal in Klammern 6, gesehen. Vor allen Dingen aus, aus China und Korea. Du hast vorhin auch deutsche Filme gesehen. Die habe ich ja noch nicht, die habe ich nicht bei diesen 6 drin. Ja, ja. Ja, die haben mir meine Netflix-Empfehlung wieder total zerschlagen. Vielen Dank für Manta Manta. Also ehrlich, guck mal einmal einen Ilias Mubarak-Film und schon hast du den Salat, ne? Nee. Ja, und dabei waren halt tatsächlich auch Ältere bei. Ich sag jetzt, ich habe jetzt gerne Gänsefüßchen gezeigt, weil mit älter meine ich damit, dass sie um das Jahr 2000 rum und 2004. Das finde ich auch sehr spannend. Hier habe ich aber ohne Max geguckt. Ja, wir haben andere Filme zusammen geguckt. Wie Enkel für Anfänger. Fantasy Island. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann können wir es ja mal kurz 2-3 Sätze dazu verlieren. Enkel für Anfänger ist überraschend lustig. Ja, fand ich auch ganz lustig. Die Geschichte war teilweise nachher ein bisschen, nicht so ganz, aber der Humor, der hat, finde ich, gestimmt. Ja, und Fantasy Island war das Gegenteil. Ja, da habe ich mich gefühlt wie die Fantasieerlebenden, die einfach auf der Insel herumirren und nicht wussten, wo sie hin können und hin sollen. So habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Ja, das Einzige, was mich tröstet, war, dass dieses Jahr The Grudge noch schlechter war. Ja, da habe ich noch keine finale Wertung zu abgegeben. Ehrlich nicht? Das ist schon ewig, als wir den gesehen haben. Ja, jetzt für Grudge, ja, aber wie ich jetzt Fantasy Island, ob ich den jetzt niedriger gleich oder höher bewerte, oder in Sternchen und Punkten. Ah, ja, okay. Naja. Naja, gut. Nichtsdestotrotz. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.